Ich sehe, wir haben jetzt 96 Zuschauer, Zuschauerinnen, die hier in unserer zweiten Session zum der chinesischen Sprache und Kultur begrüßen darf. Und mein Name ist Junan Li. Ich bin von der CDB Business Consulting GmbH als Partner von Expo Lingua Online 2021. Und ich freue mich auch sehr, dass meine Kollegin Frau Kerstin Bucher heute auch mit mir dabei ist. Und sie wird Ihnen auch von ihrer eigenen Erfahrung mit chinesischen Namen, mit Selbstvorstellungen und auch mit Anreden, die sie auch während der 8 Jahren in China auch gemacht hat. Und ja, vielleicht waren einige von Ihnen auch gestern schon in unserer ersten Session, wo wir über die Digitalisierung der Kommunikation und auch über die Grundelemente der chinesischen Sprache gesprochen haben. Und heute geht es ein Stückchen weiter. Das heißt, wir werden heute über drei Stichworte diskutieren. Und das sind einmal die Selbstvorstellung, also wie Sie sich in der chinesischen Sprache vorstellen, welche Informationen interessant sind für chinesische Gesprächspartner. Und dann das zweite Thema wird die Anrede sein, also Anrede auf Chinesisch. Das wird dann leider nicht so einfach wie in der deutschen Sprache Herr oder Frau XY oder auch mit Vorname. Da gibt es mehrere Varianten. Na, und dann kommen wir im Anschluss dann noch zum Thema chinesische Namen. Ja, die chinesischen Namen sind auch sehr kompliziert und ich werde Ihnen auch anhand einiger Beispiele dann erläutern, wie ein chinesischer Name aufgebaut ist und welche Bedeutung der Vorname haben könnte. Und genau, wie in jeder Session haben wir auch für Sie heute ein kleines Geschenk vorbereitet. Und ja, mehr sage ich jetzt erstmal noch nicht dazu. Gut, dann fangen wir mal an mit der Selbstvorstellung. Ja, das ist eigentlich auch der erste Schritt in der chinesischen Sprache oder wenn Sie mit chinesischen Partnern, chinesischen Freunden, chinesischen Geschäftskontakten begegnen, wird das sehr wahrscheinlich sein, dass Sie sich vorstellen sollten und vor allem beim ersten Kennenlernen, ob jetzt in Präsenzform, was im Moment nicht leider nicht so gut möglich ist oder hat auch in einem Online-Format. So, was interessiert denn generell Ihr Gesprächspartner aus China? Welche Informationen möchten Sie von Ihnen hören oder erfahren? Also das ist einmal natürlich, sollten Sie dann dem Gegenüber dann erstmal begrüßen. Also da sagen wir entweder Ni Hao oder Ning Hao oder Da Jia Hao. Und Ni heißt du und Ning heißt sie. Und Da Jia heißt örtlich übersetzt dann große Familie. Und in dem Kontext, in dieser Situation heißt das dann Hallo, hallo alle zusammen. Und ja, und was die Gesprächspartner auf jeden Fall erfahren möchte, ist dann natürlich ihren Namen. Und hier können Sie dann damit anfangen. Ich bin oder ich heiße. Und ja, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen vielleicht schon einen chinesischen Namen haben oder vielleicht, wenn Sie schon letztes Jahr bei uns in dem Schnupperkurs dabei waren, vielleicht haben Sie auch von mir oder von uns einen chinesischen Namen schon bekommen. Und es ist ja natürlich immer interessant, wenn Sie halt auch sagen, dass Sie einen chinesischen Namen haben und wie Ihr chinesischer Name heißt. Genau. Und was sonst auch noch interessant? Okay. Also zu den Fragen, die Sie jetzt im Chat gestellt haben, werden meine Kollegen oder mein Kollege dann auch direkt beantworten. Ich mache hier mit dem Folien weiter, damit wir den zeitlichen Rahmen gut anhalten können. Genau, und was auch interessant ist, gerade in einem internationalen Kontext, ist immer wichtig zu sagen,
woher sie kommen. Also sie kommen aus Deutschland zum Beispiel, und dann sagen sie, oh, leise Dörgur, also ich komme aus Deutschland. Oder sie können auch sagen, ich bin Deutsche, oh, shit, Dörgurin. Genau. Und was auch immer wichtig zu erwähnen, ob sie jetzt Schüler oder Student oder auch Berufstätige sind, dann sagen sie auch, dann, wo sie arbeiten. Also das muss nicht so konkret sein. Sie müssen den Arbeitsgeber nicht angeben, aber sie sagen einfach, ich arbeite bei einem Industrieunternehmen oder ich arbeite an einer Hochschule. Genau, dann sagen sie, oh, sei. Und ja, Gungzo heißt dann arbeiten. Oder sie sagen, ich bin als XY beruflich tätig. Dann heißt das, oh, der Zhiye Shi. Also Zhiye heißt Beruf. Ja, dann gehen wir weiter. Ja, ich habe jetzt hier vier kleine Beispiele mit aufgenommen. Und da ich nicht weiß, wo sie tätig sind oder welcher Beruf sie ausüben, denn da habe ich jetzt einfach ein paar klassische Beispiele hier. Und zum Beispiel, also wenn sie an einer Schule arbeiten, dann sagen sie, oh, shi, also ich bin Lehrer oder Lehrerin, oder Laoshi heißt auf Chinesisch auch alle Angestellte in dem Bildungswesen. Also, und dann, wenn sie Arzt oder Ärztin sind, dann sagen sie, oh, shi yi sheng. Oder sie sagen auch, oh, zai yi yuan oder zhen suo gongzuo. Also yi yuan heißt Klinik und zhen suo heißt dann Praxis. Und ja, dann zwei weitere Beispiele, also Dschungungs Beratungsunternehmen, dann sind sie ein Guwen. Und ich habe soeben auch gesehen, dass die Frage gestellt wurde, warum die Zahlen mit abgebildet sind. Und genau, hat mein Kollege oder meine Kollegin auch schon geantwortet. Das sind die vier Töne in der chinesischen Sprache. Und vielleicht haben Sie schon gemerkt, wenn ich sage Guwen, dann haben die beiden Schriftzeichen die vierte Ton. Und wenn ich sage Yi Sheng, dann haben die beiden Schriftzeichen den ersten Ton. Genau. Ja, dann kommen wir weiter zum Thema Anrede, wie man angeredet wird in China. Und dazu kann ich auch sehr viel erzählen. Also, wie ich auch schon gesagt habe, ist es jetzt in der chinesischen Sprache leider nicht so einfach wie in der deutschen, dass wir halt einfach entweder mit Herr oder Frau den Nachname anreden können oder halt auch mit dem Vornamen. Ja, jetzt schauen wir uns mal an, welche Varianten es gibt in der chinesischen Sprache, wie wir anderen anreden können oder sollten in verschiedenen Situationen. Und als erstens kommt dann Nachname plus Berufszeichen. Also das ist halt sehr allgemein und auch gilt fast in allen Situationen. Aber natürlich müssten Sie vorher schon den Beruf Ihres Gesprächspartners schon kennen, damit Sie auch dann, mit dem Berufszeichen anreden können. Also ein typisches Beispiel, Wang Laoshi, dann heißt die Person dann Herr oder Frau Wang, und er und sie ist dann als, ja, wie ich gesagt habe, Angestellte im Bildungswesen tätig. Und dann kann ich diese Person mit Wang Laoshi dann anreden. Und genau hier auch noch eine weitere Anmerkung. Wir unterscheiden in der chinesischen Sprache bei Berufszeichen auch nicht zwischen männlicher und weiblicher Ausdrucksformen. Das heißt, wenn Sie gerade bei dem chinesischen Namen Schwierigkeiten haben, das Geschlecht zu erkennen, dann können Sie, wenn Sie auf Chinesisch diese Person anreden, dann auch keine Gedanken darüber machen, ob es jetzt sich um eine weibliche oder eine männliche Person handelt. Na, und dann die weitere Variante, die auch mit dem Berufszeichen zusammenhängt, ist ja dann ein Vorname und plus Berufszeichen. Also das heißt, Sie kennen sich schon, aber Sie kennen sich noch nicht so gut, dass Sie sich miteinander duzen wollen oder können.
Und dann können sie aber dann sagen, ja, Vorname plus Berufs heißen. Und zum Beispiel Xiaoqing Jingli. Also Xiaoqing ist dann ein Vorname. Ich habe ein einfaches Beispiel genannt. Und Jingli heißt der Manager oder Geschäftsführer. Und das heißt, dass man sich schon kennt, aber noch nicht so gut. Und ja, was machen Sie denn, wenn Sie nicht wissen, wo Ihr Gesprächspartner arbeitet? Dann kommen wir zu den nächsten Varianten, also Nachname plus Nüshi und Nachname plus Xianxin. Also Xianxin heißt Herr und Nüshi heißt Frau. Ja, das sind die, ja, dann kommen wir weiter. Genau, und jetzt kommen einige ja, interessante Varianten. Das heißt, wenn man sich jetzt gut kennt oder wenn man schon also in einem kollegialen Beziehung steht, dann kann man auch mit Lao oder Xiao anreden. Und Lao heißt alt, aber auch Senior. Und Xiao heißt jung oder auch Junior. Und das heißt, wenn ich jemanden gut kenne und der ist etwa älter als ich, und dann kann ich ihn auch mit Lao anreden, zum Beispiel Lao Zhao. Also, und Xiao heißt, wenn jemand jünger als ich ist, und dann kann ich diese Person auch mit Xiao anreden. Also, auch eine deutsche Bekannte von mir, die redet mich immer mit Xiaoli an, weil sie etwa älter als ich ist. Und ja, natürlich gibt es auch die Varianten mit Nachname und Vorname. Das ist auch eine Besonderheit in der chinesischen Sprache, dass wir auch gerne die Nachname plus Vorname nutzen, um jemanden anzureden. Und das liegt auch schon daran, dass die chinesischen Namen im Vergleich auch kürzer sind auszusprechen. Und deswegen ist es auch üblich, wenn wir halt jemanden, ja, wirklich einen Studienkommilitone oder einen Kollege anrede, dann rede ich auch mit dem Nachnamen plus Vorname an. Na, oder es gibt jetzt natürlich vor allem in internationale Unternehmen, internationale Konzernen auch die weitere Variante, dass die Mitarbeiter für sich eine englische Bezeichnung oder eine englische Name ausgesucht haben und damit kann man sich auch anreden lassen. Also zum Beispiel, wenn ein Kollege den englischen Namen Jerry hat, dann wird er auch damit angeredet und ja, das erleichtert natürlich auch die Kommunikation, wenn sie gerade nicht so gut Chinesisch können, beziehungsweise den chinesischen Namen noch nicht so gut aussprechen können. Ja, genau, dann habe ich noch eine Seite, da würde ich Frau Bucher auch darum bitten, ihre Erfahrungen zu berichten, die sie in China gemacht hat. Und zwar habe ich jetzt hier noch ja, drei Punkte. Einmal im Geschäft wird auch sehr viel mit Zung angeredet. Also Zung ist ein, man wird immer mit Zung angeredet im Geschäft. Ob es sich jetzt um eine Mitarbeiter handelt oder auch ein Führungskräfte auf der mittleren Ebene oder tatsächlich auch der oberste Chef, man wird immer mit Zung angeredet im Geschäft und im Bildungswesen, vor allem im Hochschulbereich. Also ich habe auch viele deutsche Experten in China begleitet, die meistens auch keinen Doktor- oder Professortitel haben, aber die werden trotzdem sehr gerne mit Jiaoshou, also Professor, angeredet. Und sowohl bei Zong und als auch bei Professor heißt das nicht, dass ihr Gesprächspartner nicht wissen, welche Rolle sie haben oder welche ja, Berufszeichen das Richtige ist, sondern damit wollen sie Gesicht geben und auch Respekt zeigen. Und beim Thema Jiaoshou ist natürlich auch also
handelt es jetzt um den akademischen Grad, und das ist manchmal auch im Bildungswesen auch sehr wichtig, weil die chinesischen, vor allem im akademischen Bereich, wird sehr viel Wert drauf gelegt. Genau, und dann sage ich noch kurz was zu Sie und Du. Im Chinesischen legen wir nicht so viel Wert darauf. Und da wechseln wir auch schnell zum Duzen, wenn wir uns persönlich kennengelernt haben. Also meistens geht es halt so, wir sitzen miteinander, wenn wir halt uns noch gar nicht persönlich kennengelernt haben. Aber sobald ein Treffen stattgefunden hat, dann wechseln wir automatisch zum Duzen. Also sowohl im Geschäftsleben als auch im privaten Bereich ist das Siezen nicht so streng geregelt. Genau. Ja, dann würde ich Frau Bucher das Wort weitergeben. Ja, danke schön, Herr Lee. Ja, das mit dem Duzen und Siezen, ich fand das zum Teil sehr befremdlich, wenn ich dann Deutsch mit Leuten gesprochen habe, die nie in Deutschland waren, also mit Chinesen. Und wenn die dann auf einmal angefangen haben, mich zu duzen, weil auf Deutsch muss man ja dann sagen, sollen wir du sagen, oder man macht das meistens. Da war ich dann doch erstaunt. Und genau auch dieser Wechsel, dass wenn man dann oft um etwas bittet in der E-Mail, dann geht man doch zurück zum Sie. Ich habe das immer so ein bisschen verglichen im Deutschen mit, wann verwende ich den Konditional? Ob ich jetzt sage, mach mal die Tür zu, oder wenn ich dann doch etwas mehr möchte von jemandem und sage, könntest du bitte? Also das ist schon ein bisschen anders, das ist mit Du und Sie nicht einfach erklärt. Und zu der Anrede auch noch, das fand ich auch immer ganz, ganz niedlich, also mit dem Vornamen und aber die höfliche Anrede, das würden wir im Deutschen nie machen. Aber ich habe dann E-Mails bekommen, sehr geehrte Frau Professorin Kerstin, also mit meinem Vornamen, oder gnädigste Kerstin, wo ich dann gedacht habe, so Moment, was ist? Ich habe mich dann auch immer gefragt, wissen die nicht, was Vor- oder Nachname ist, bis mir klar wurde, nein, das kann man eigentlich auch sehr gut kombinieren. Ja, so viel zu dem Thema, genau. Sollen wir dann weitermachen oder? Ja, gerne. Dann komme ich auch direkt zu dem nächsten Thema, also chinesische Namen, und dann Mhm. können Sie Ihre Geschichte in Shanghai erzählen. Genau, Genau. ja. Ja, ich habe jetzt von meinem Namen aus dann die Anredeformen dargestellt. Also ich bin seit 2012 hier in Deutschland, und so bin ich meistens angeredet worden. Also Herr Zhenan oder Herr Li oder Herr Li oder Frau Zhenan, Frau Li. Ja, alles Mögliche ist das schon mal bei mir vorgekommen. Aber mittlerweile bin ich auch schon dran gewohnt, dass ich halt auch gar nicht mehr unbedingt korrigieren möchte. Das liegt auch daran, dass der chinesische Name, wenn wir auf Chinesisch schreiben, dann schreiben wir tatsächlich in eine andere Reihenfolge. Das heißt, ich schreibe erst zuerst meinen Nachnamen und dann meinen Vornamen. Und genau, ich habe jetzt auch, ja, dann können wir die nächste Seite. Genau. Ja, ich habe jetzt auch das Beispiel Visitenkarte genommen, weil ich denke, das wäre auch sowohl für das Geschäftsleben als auch für manchmal auch im privaten Bereich werden die Visitenkarte sehr gerne ausgetauscht. Und wenn Sie eine Visitenkarte auf Chinesisch lesen, dann steht zunächst vorne der Nachname und dann kommt der Vorname. Also der chinesische Name wird anders in eine andere Reihenfolge geschrieben. Und was ich auch noch erwähnen möchte, beim Thema Visitenkarte, ist, dass man meistens auch neben oder unter von dem Namen auch noch den Titel dazu schreibt. Und dann kommen noch die kleingeschriebene sind dann halt die Kontaktdaten, also E-Mail-Adresse, oder auch die Festnetznummer oder Handynummer, und dann auch die Anschrift.
Und interessant ist dabei auch, wenn Sie auf, also Sie fragen sich wahrscheinlich auch, warum da auch noch ein QR-Code da steht. Das ist da halt der QR-Code für WeChat-Kontakt. WeChat ist die Kommunikationsplattform sowohl für den Alltag als auch für das Geschäfts für die Geschäftskorrespondenz. Und wie wir jetzt, wenn wir jetzt jemanden in China kennenlernen und dann sagen wir meistens auch nicht mehr, haben Sie eine Visitenkarte, sondern wir sagen, ja, wir können uns auch gerne auf WeChat vernetzen. Und das geht meistens über einen QR-Code und deswegen sagen wir auch meistens, ja, scannen Sie meinen QR-Code an, dann sind wir vernetzt. Also das ist auch wichtig und ja, mittlerweile sehr wichtig zu wissen und wundern Sie sich nicht, wenn Sie in China auch gefragt werden oder von Ihrem chinesischen Gesprächspartner auch gefragt werden, ob Sie auch ein WeChat-Konto haben, weil also das hängt auch damit zusammen, dass alle Google-Dienste und auch Facebook, WhatsApp alle abgesperrt sind in China und deswegen sind wir in China dran gewohnt, über WeChat zu kommunizieren. Genau. Ja, vielleicht wollen Sie schon mal was dazu sagen, Frau Buchau? Ja, gerne. Also das, ich muss dazu auch nochmal sagen, von WeChat bin ich absolut beeindruckt. Also was, weil wir Deutschen, wir kennen nur WhatsApp und das ist ja eigentlich viel kleiner als WeChat. Also bei WeChat kann ich mit einem Fingerklick sämtliche Dokumente auf den Rechner werfen lassen. Das hat mich sehr beeindruckt. Das wissen viele Deutsche nicht. Da ist die Verbindung ist viel besser. Ja, und noch zu den Namen. Also viele Chinesen in Restaurants oder so auf der Straße, die können einfach keine westlichen Schriftzeichen. Und wir tun uns ja furchtbar schwer mit den chinesischen Schriftzeichen. Und ich hatte mir dann irgendwann mal, also ich habe immer versucht, in Restaurants zu reservieren. Ich bin schon extra immer vorbeigegangen, weil ich nicht telefonieren wollte, weil ich davor Angst hatte. Und dann bin ich hingegangen, ja, ich möchte reservieren. Und dann kommt natürlich die Frage, wie ist denn Ihr Name? Und dann sieht man immer schon, dass die Chinesen denken so, oh je, jetzt kommt da so ein westlicher Name, den kein Mensch schreiben kann. Und dann habe ich mir irgendwann, genau, weil das ist auch auf dieser anderen Folie gewesen, ganz oben dieses einfache Schriftzeichen nach Nachname und Berufszeichen, Wang heißt das. Und das sind einfach drei Striche mit einem in der Mitte durch. Und da dachte ich, gut, das kann ich schlimmstenfalls auch selber schreiben. Und ich bin dann also immer in die Restaurants und habe gesagt, ich reserviere auch Frau Wang. Und die Chinesen haben mich immer angeschaut und dachten, ich weiß genau, dass du nicht Wang heißt, aber ich möchte auch gar nicht aufschreiben müssen, wie du richtig heißt. Da tut man sich also immer gegenseitig einen Gefallen damit, auch mit dem chinesischen Namen dann. Genau, ja. Ja. Ich habe mir übrigens auch einen chinesischen Namen dann zugelegt gehabt irgendwann und das, die Leute waren also sehr dankbar darüber. Ich habe mir einen einfachen Namen zugelegt, den habe ich mir dann auch auf eine Visitenkarte geschrieben, habe ich mir dazu geschrieben, habe den dabei getragen und das wurde also auch sehr gerne entgegengenommen. Mhm. Ja. Genau. Ja, dann kommen wir weiter. Genau, ja, jetzt komme ich zum Schluss noch zu den chinesischen Namen. Wie Sie sich wahrscheinlich auch schon vorstellen können, gibt es unheimlich viele chinesische Familiennamen, die teilweise auch sehr schwierig auszusprechen sind. Aber es gibt auch die Top 100 Familiennamen, die also unglaublich beliebt sind in China und der Nachname oder der Familienname wird immer von dem Vater übernommen, aber die Ehefrau übernimmt in China nicht den Nachnamen von dem Ehemann, auch wenn sie verheiratet sind. Genau. Und ja, dann kommen wir zu der nächsten Seite. Ja, ich möchte Ihnen noch kurz erzählen über die verschiedenen Bedeutungen oder die Entstehung der Vornamen in China, das kann unterschiedliche Hintergründe haben. Also einmal kann das sein, dass der Vorname ein gesellschaftliches Thema repräsentiert oder einen besonderen Zeitpunkt. Also dazu ein Beispiel, meine Cousine heißt ja, oder anders gesagt, meine Cousine ist am 1. Juni geboren. Also das ist so der Kinder
Tag. Und deswegen hat sie in ihrem Vornamen das Schriftzeichen für Kind. Und weil an dem Tag es auch geregnet hat, hat sie auch ein Schriftzeichen in ihrem Nickname dann mit Regen. Na, und dann kommt oft also die schöne, gute Wünsche in den Vornamen, so Eleganz oder auch Gesundheit, Erfolg und so. Und in größeren Familien kann das sein, dass auch das gleiche Schriftzeichen in den Namen einer Generation immer wieder wiederholend vorkommt. Mhm. Also falls Sie morgen bei dem Tai Chi Workshop dabei sein würden, dann würden Sie auch wahrscheinlich mitbekommen, dass der Meister, also der Tai Chi Meister Da Wei heißt und seine Schwester Xiao Wei heißt. Also der Da Wei ist so der Bruder von der Xiao Wei und Da heißt auf Chinesisch groß und Xiao heißt dann auf Chinesisch klein. Mhm. Genau, und ansonsten gibt es natürlich auch Einflüsse aus der Internetsprache und natürlich mit der Öffnung und auch sehr viel Einfluss von westlichen Kulturen oder auch koreanischen, japanischen Kulturen. Also vor allem die jüngere Generationen oder so die Z-Generation haben auch öftermals den Namen aus einer anderen Sprache. Genau. Ja, dann kommen wir weiter. Genau, ich glaube, wir sind auch schon jetzt schon am Ende. Ich glaube, wir haben jetzt noch offiziell noch 2 Minuten, aber ich glaube, wir haben so noch 5 Minuten Zeit. Genau, also jetzt möchte ich noch kurz mal zusammenfassen, was ich nun so eben so erzählt habe und auch die Frau Bucher erzählt hat. Zur Selbstvorstellung, das sind halt die wichtigsten Informationen, die in fast jeder Selbstvorstellung erwähnt werden sollen. Und natürlich, je nachdem, ob im privaten Bereich oder im Geschäftsleben, werden ja auch noch weitere Informationen angegeben, wie zum Beispiel Hobbys oder ob man schon mal in China war oder auch der China-Bezug, wie ich auch hier erwähnt habe. Und dann zum Thema Anrede, je nach Situation wird man anders angeredet und meistens mit dem Berufszeichen. Und ein Tipp für alle, wenn Sie jetzt bei dem chinesischen Namen das Geschlecht nicht erkennen können. Also das ist ja meistens der Fall. Und für uns ist es auch meistens sehr schwierig, wenn wir das Schriftzeichen nicht sehen, sondern nur die Aussprache hören oder auch nur Pinyin-Umschriften sehen, dann ist eine Erkennung des Geschlechtes fast nicht möglich. Und in dem Fall können Sie gerne mit dem Berufszeichen anreden, weil die Berufszeichen sind ja geschlechtsneutral. Und ob es mit einer weiblichen Person oder eine männliche Person, das ist dann unabhängig davon. Na, und wie ich soeben auch über die chinesischen Namen erzählt habe, wir schreiben die chinesischen Namen in eine andere Reihenfolge. Das ist vielleicht auch wichtig, wenn Sie mit chinesischen Namen begegnen und das Geschlecht, wie ich auch soeben gesagt habe, ist ja nicht erkennbar, wenn man das Schriftzeichen nicht lesen kann. Und wenn man das Schriftzeichen lesen kann, dann merkt man vielleicht, ja, in einem weiblichen Namen steht meistens auch das Schriftzeichen dann für Frauen da auch dabei. Und aber wenn man nur Pinyin kennt, dann ist das leider tatsächlich nicht erkennbar. Und genau, und die Vornamen haben meistens auch eine eigene Bedeutung. Und wenn Sie mit jemandem befreundet sind, dann können Sie auch sehr gerne nach der Bedeutung fragen. Das ist kein Tabu. Und damit, also so lernen Sie auch viel von der chinesischen Kultur. Genau. Frau Bohrer, möchten Sie vielleicht noch was ergänzen? Ja, also ich habe das mal bei einer türkischen Freundin von mir gesehen, türkischstämmige Freundin. Da war an dem Namen für Deutsche auch gar nicht zu erkennen, ob das jetzt männlich oder weiblich ist. Und sie hat dann in einer E-Mail, die an uns alle ging, habe ich gesehen, dass sie unten drin stehen hat, vor ihrem Namen in Klammer, schreibt sie immer Frau.
um es den Leuten eben einfacher zu machen mit der Anrede. Und das ist, Genau. glaube ich, weil ich glaube, Chinesen sehen an unseren Namen genauso wenig, ob das jetzt Mann oder Frau ist, besonders wenn man noch Anfänger ist. Und da ist das eigentlich, finde ich, eine ganz hilfreiche Lösung, wenn man dazu schreibt, Frau Li oder dann Herr Schmidt oder so. Genau. Genau. Ja, ansonsten stimme ich all dem zu, was Sie gesagt haben. Das ist schon so, das ist auch eine ganz spannende Geschichte, wie man jemanden anspricht. Mir war das anfangs, gerade in Shanghai, wie Sie gesagt haben, mit dem Duzen auch, war mir gar nicht bewusst, weil alle auch nie sagen. Ich glaube, in Shanghai ist das noch ausgeprägter, also in Südchina, als im Nordchina, wo doch ein bisschen mehr gesiezt wird. Und es hat 4 Jahre gedauert, bis mir auf einmal aufgegangen ist, dass ich seit 4 Jahren meinen Chef duze. Und aber auch mit Ni und dann aber Shenlaoshi und Ja. also Berufsbezeichnung und Name. Und das war mir dann unheimlich peinlich, aber eine Kollegin meinte, naja, weißt du, nach 4 Jahren brauchst du jetzt auch nicht mehr zu siezen. Also, Genau. ja. Ja. Ja, ich kann auch so eine ganz frische Erfahrung berichten. Ich hatte ja vorgestern einen Geschäftspartner getroffen und davor hatten wir uns immer gesitzt, also beim WeChat-Kommunikation und auch bei anderen Meetings. Und also dann war ich da in dem Büro und da haben wir uns getroffen und automatisch sofort mit Duzen. Ja. Ja, das ist mir aufgefallen. Das war, ich glaube, früher in Deutschland musste man es wirklich auch noch anreden, musste man sagen, sollen wir du sagen? Das ist in vielen auch modernen Lehrwerken, wird das noch so unterrichtet. Aber ich habe auch gemerkt, dass auch Deutsche in E-Mails dann auf einmal aufs du wechseln oder mit dem Genau. Vornamen unterschreiben. Und Ja. das hängt dann einfach auch von der Unternehmenskultur zum Teil ab. Genau. Genau. Ja, dann kommen wir dann zum Schluss. Wie ich auch schon angekündigt habe, habe ich für Sie als Dankeschön für Ihre Teilnahme, für Ihr Interesse auch noch ja, kleine Geschenke vorbereitet. Die letzte Seite, bitte. Ja. Ja, genau. Ja, wir haben ja heute sehr viel über Selbstvorstellungen, über Namen gesprochen. Und falls Sie Interesse haben, können Sie dann auch von uns, also von uns als Team, dann eine Selbstvorstellung auch auf Chinesisch formulieren, vor allem mit einem chinesischen Namen und natürlich auch, wenn Sie möchten, dann auch Berufszeichen und weitere individuelle Angaben sind natürlich auch sehr gut möglich. Also wir sind gerne bereit, für Sie noch was Schönes zu formulieren. Und dann haben wir auch noch einen Link- und Literatursammlung zum digitalen China für Sie vorbereitet und auch noch ein exklusives Interview über digitale Bildung in China, das ich mit einer anderen Kollegin auch geführt habe. Ja, an dieser Stelle bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und dann, wenn Sie Interesse haben, dann finden Sie mich auch auf LinkedIn oder Sie können uns auch eine E-Mail schreiben und meine Kollegin hat nochmal das Google-Formular in den Chat gepostet und dieses Formular können Sie auch sehr gerne ausfüllen und dann würden wir uns auch mit diesem Link und Literatursammlung sowie mit dem Interview dann uns auch bei Ihnen melden. Ja, auf jeden Fall freuen wir uns, wenn wir weiterhin im Austausch bleiben, in Kontakt bleiben. Und ja, dann wünsche ich Ihnen auch noch einen schönen Tag, schönen Abend und viel Spaß bei anderen Sessions, die Sie noch besuchen. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Lee, für den wunderbaren Vortrag. Ja, gut, dann auch herzlichen Dank, Frau Bucher, für Ihre Dankeschön, ja. Unterstützung und dann, ja.